Stell dir vor, die Besessenen übernehmen die Maschinenplaneten der Vex. Das darf nicht geschehen, Hüter. Stimmt. Ich weiß nicht, ob wir Ihnen gestatten zu sprechen. Jetzt, nach so langer Zeit. Doch wenn irgendjemand... die Kammer mit zwei anderen. Kebir war manchmal anstrengend. Und Behanen führte immer Selbstgespräche. Das verdienen das hier nicht. Jetzt erfährt man auch so langsam... Ich folge einem Signal. Noch etwas weiter. Jetzt erfährt man auch mal ein bisschen was zur Geschichte von der gläsernen Kammer. Die hatte bis jetzt kaum Story gehabt. Die war einfach da. Dieser Raid war einfach da. Moment mal, das heißt aber, dass es müsste theoretisch neue Geister geben. Oh oh. Mama, nein! Und vor der Landung noch mal springen! Ich habe das Signal verloren. Boah, wenn ich jetzt noch mal richtig angeschossen werde, bin ich tot. Also, keine Gorgonen diesmal. Oh, das muss ich auf jeden Fall bringen. Ah, deswegen wird die gläserne Kammer vielleicht schwerer zurückkommen. Vielleicht ist dieser Raid... dann gefallenen, gefallenen, besessenen Gebiet. Ich sag immer Gefallenen zu den Besessenen. Vielleicht wird der Raid dann von Besessenen regiert. Was ich unlogisch fände. Weil wir sie Besessenen ja mit, Dings töten, mit dem König der Besessenen. Mit Oryx. Aber gleich nach Totas Tod hat jeder schon... Ach du Scheiße. Ein Boss. Wo ist der hin? Es gibt übrigens noch sehr viele Missionen. Hört auf, euch gegenseitig Immunität zu geben! Mann! Die Fähigkeiten der Hobgoblins... Ach, der Goblins habe ich noch nie gemerkt. Da ist er wieder. Der Arsch. Bleib stehen! Nein, 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 nein. Hot Swap, was heißt das? Ah, wenn ich die Waffe ausrüste. Wollt ihr mich verarschen hier? Na, klappt wohl nicht mehr, wenn ich dich in Brand stecke, oder? Na, die wollen sich ja auch wehren. Alter. Manchmal ist so ein Schwert wirklich sehr, sehr sinnvoll. Habt ihr gemerkt, ne? Alter. Na, das werden zwei Parts. Sehe ich jetzt schon. Alter, was? Alter. Upgrade mal eben machen. Ich konnte nicht gucken, was ich jetzt bekommen habe. Schade. So, jetzt gucke ich mir den Perk mal an, den ich freigeschaltet habe, denn das ist mir schon wichtig. Also was? Stärke erhöhen? Nein. So, ich habe den Perk hier, den letzten. Arcus Doppelkill. Erhöht Agilität für 5 Sekunden nach einem Arcus Doppelkill. Das heißt, es ist eine gute... Ja, für Klingentänzer ist das verdammt gut. Dann bin ich noch schneller.
Für alles andere, nee. Da ist doch was. Ach so, das ist dieser lila Schleier. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wieder ist immun. Warum ist er immun? Wer macht ihn bitte immun? Alter. Irgendwas macht ihn. Nett. Schade eigentlich, dass meine Super nicht funktioniert hat, richtig? Alter! Wir sind hier nicht im... Alter, hast du immer noch ein... Oh. Was tötet mich hier? Oh Mann! Wieso seid ihr alle immun? Diese verdammten Wächs, ey! Das geht mir langsam auf den Geist. Du da! Hör auf, ihnen Immunität zu geben! Und ihr auch. Besser. Ah. Stirb einfach mal! Die Besessenen werden nie die Kontrolle über irgendwas erlangen. Ich glaube... Ja, in der gläsernen Kammer gibt es keine Besessenen mehr. Jedenfalls im Moment. Ich glaube, das war's. Sie schließen die Tür. Ich habe gelebt. Vergiss nicht, ihnen zu sagen, dass ich hier... Signal ist weg, aber ich kann die Quelle ungefähr ausmachen. Also ich fände es ziemlich genial, wenn sie die gläserne Kammer wieder auferstehen lassen würden für einen neuen Raid, der zwar auch mit Artion ist, aber wo es einen Grund gibt, warum wir wieder gegen Artion kämpfen. Dass er zum Beispiel wiederbelebt wurde durch die Besessenen und dass die Besessenen da Macht haben. So für als DLC wäre das doch gar nicht schlecht. Ach ja. Es geht noch weiter. Das ist ja mal interessant. Hier ist übrigens eine Kiste immer gewesen. Was wir hier diesmal haben, frage ich mich. Oh. Oh. Bist du Predit? Predit? Geist, ist das Predit? Die Knochen sind Jahrhunderte alt. Und von ihnen geht ein schwaches Echo des Lichts aus. Das war einmal ein Hüter. Ikora, tut mir leid, dass wir ihn nicht retten konnten. Entschuldige dich nicht. Dank dir wird... Wow, 20 legendäre Marken. Auf eine Weise lebt er in den Archiven der Vorhut. Die Mission mache ich. Kerbeer und Pahanin. Predith und die gläserne Kammer. Dank dir wird man seine Geschichte... Also, Kabir, Predith und Bannon. Das sind die drei Hüter, die hier in der gläsernen Kammer gefallen sind.
Deswegen auch die Namen, wenn man die Rüstung bekommen hat. Ich habe mich immer schon gefragt, wer ist Kabir? Also ich habe ihn Kabr genannt, weil es ist ein R nach einem B. Das ist, macht keinen Sinn, es ist aber so. So, jetzt holen wir uns die Mission. Ach, die Mission holen wir. Geben wir die Mission ab. Wir holen sie nicht, wir geben sie ab. So. Auf zum Turm. Wir müssen eh noch besessenen Kriege machen und wenn ich jetzt wieder eine Mission kriege, wo man Besessene auf der Venus töten muss, also Patrouille, dann werde ich es wieder cutten und komme danach wieder darauf hin zurück. Ich werde, denke ich mal, als nächsten Part nochmal eine Sammelaktion machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch hinbekomme. Ich glaube eher weniger, da ich noch los muss. Aber hey, wenn ich jetzt nach dem Wochenende die Sammelaktion starte, ist, glaube ich, sogar noch besser. Ich glaube, das Wochenende kann ich schon... Oder, nee, wartet, ich werde die Suchaktionen doch mit einem Charakter schon machen, außer die Geister sammeln. Wenn ich mit einem Charakter schon machen, werde vielleicht mit einem Jäger oder so und ich werde dann mit einem anderen Charakter die nochmal sammeln, diese Fragmente. Denn, ja, jeder braucht diese Fragmente. Kriegt man die Waffe dreimal, glaube ich, schon. Obwohl man sie nur einmal braucht eigentlich. Ich glaube, man kann sie sogar nicht duplizieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, solche Waffen kann man wirklich nicht nochmal irgendwie rausfischen aus diesen Dingern, sondern man kann sie wirklich nur einmal bekommen und das war's. Oh, Vorhutprämie. Nein, ach, warum? Moor an, habe ich schon so oft gehabt. Neuer Schritt, sammle besessenen Chronobruchstücke. Was? Sag, wie mache ich das? Okay. Mehr nicht? Habe ich noch Zeit? Ach, wisst ihr was? Diese Sammelaktion, das wird doch einfach nur wegskillen. Dann sammelt man das. Ich werde sie trotzdem machen. Und euch zeigen. Ich werde es aber mit anderen Charakteren schon vorher machen. Ich werde sowieso manche Sachen übrig lassen, die ich halt für das Let's Play benutze. Und wenn wir fertig sind mit allem, dann geht's noch weiter. Wenn ich neue Waffen habe, werde ich sie präsentieren. Wenn Dämmerung ist, werde ich euch zeigen. Gut, diese Dämmerung habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil wenn, dann mache ich immer Solo-Runs und mal schauen. Solo-Run ist sowieso angenehm. So Solo. Nur ob man es schafft. Aber ich denke mal, mit einem hohen Licht wird das kein Problem sein. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Eigentlich nicht viel, aber wir haben noch Zeit. Was habe ich hier bekommen? 274, 286. Hehehehe, 290. Ah, ich hebe jetzt nur noch Sachen auf, die 290 sind. Das zerlege ich. Das zerlege ich auch. Also blaue Sachen erst zerlegen, wenn man wirklich sich sicher ist. Wir haben doch schon so was. Es muss stärker sein als dieser Helm, damit man es da reinbauen kann. Ah, ich hätte es in die legendäre. Sorry. Ah, da habe ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Okay. Ach ja, das habe ich ja gekauft. Stimmt, bei dem Typen.
Auch sehr nice. Ich werde es auch auf Leveln versuchen. Irgendwann werden alle Perks voll sein. Es wird. Handelt sich nur um Jahre. Obwohl, wir haben ja eine Mission nur gespielt und der ist schon fast voll. Ich denke mal, wenn ich wieder da bin zum Aufnehmen, dann. Ja, dann werde ich auf jeden Fall schon voll gelevelt sein, wahrscheinlich. Aber ich brauche auch mal eine Pause. So. Soll ich die 266 wirklich behalten? Ich infundiere. Sorry, aber. Wir haben genau den Verteidigungswert, den diese Rüstung hatte. Und wir sind auch ein Licht gestiegen. Also, wenn ich sehe, ja, die Rüstung kann man. Was ist das? 270, 273. Ich könnte das da rein infusionieren. Das ist viel stärker für eine Infusion. Okay, das zerlegen, 3 Marken bekommen und dann das andere in das infusionieren. Warum nicht, ne? Sogar stärker geworden als der Nachtpirscher-Umhang. Ah, warum habe ich den Nachtpirscher-Umhang nicht? Ah, ich finde den doch besser. Ah, das war mein Fehler. So, die grünen kann man sofort zerlegen. Die kommen nie höher, also nicht viel höher als 200. 283. Ich weiß nicht, ob ich die behalten soll, weil... Ich behalte die schon, weil es könnte ja sein, dass ich... Moment mal. 283... Ich hole mir jetzt übrigens noch... Ja, noch ein bisschen Zeit, komm. Zwar ist die 20-Minuten-Grenze schon fast erreicht. Okay, das sieht jetzt mit diesem Umhang nicht ganz so prickelnd aus. Das ist zwar ein Revolverheld-Umhang, aber scheiß ich drauf. Der hat jetzt momentan mehr Verteidigung. Das Infundieren ist klasse, ganz ehrlich. Das macht Bock. So. Was wird meine erste Jahr-2-Exo-Waffe? Ihr werdet mich hassen, dass ich mich dafür entscheide, aber wir haben. Also es ist eigentlich eine einfache Wahl. Wir haben eine ziemlich gute Primärwaffe, legendär. Wir haben ein Schwert. Das ist eine schwere Waffe. Es bleibt nur eine Sache übrig. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon, worauf ich hinaus will. Genau. Ich werde mir die Schmähung holen. Denn sie hat 280 Angriff. Und es ist eine Shotgun. So, wenn man sie sich übrigens einmal geholt hat, braucht man nur noch ein exotisches Bruchstück und 2500 Glimmer, um sie nochmal zu holen. Also kann ich meine alte Schmähung zerlegen. So, jetzt haben wir eine Exo-Waffe, aber die ist nur 280 angegriffen. Was machen wir? Na gut, die ist zu schwach. Infundieren kann ich momentan nicht. Aber ich kann es auf 283 machen. So. Die Waffe lasse ich auch mal. Ich weiß, ich kriege was Besseres. So, die nächste Schrot... Ich will kein Fusionsgewehr. Deswegen habe ich es mir auch geholt. Ich will kein Fusionsgewehr. Es ist zwar 300, aber... Nee. Ja, ich habe noch eine Jallahorn, die bleibt auch da. Ich werde die Jallahorn
weiß nicht. Wenn ich keinen besseren Raketenwerfer habe, behalte ich die einfach. Ich werde zwei zerlegen. Vielleicht sogar die schon. Ich habe eigentlich noch zwei Yalorans. Leute. Time to say... Ich kann nicht singen, sorry. Say goodbye. Bla bla bla. Boah, zwei Exobruchstücke. Wow, das hat sich ja voll gelohnt. Ich habe ja noch zwei Yalorans. Und es reicht, zwei Yalorans noch. Mit ihm werde ich nicht mehr die Yalaron benutzen. Die ist auf 170, das ist gut so. Aber, nee. Und damit verabschiede ich mich jetzt endlich mal. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.